Also um die drei Flüche zu lernen, muss man ja eigentlich nur die, muss man nur immer die Sebastian am Ausbilden. Ja, man muss ja, man muss die Sebastian Quest verfolgen. Das muss man, das ist ganz wichtig. Dann lernt man die. Denen muss man Priorität geben, dann kann man das schaffen. Und das Headquest. Erklärst du mir nochmal, wie die daedalischen Schlüssel Ach, das funktionieren? haben wir Wenn ja, du einen genau. fliegenden Schlüssel siehst oder hörst, folge ihm zu seinem Schrank. Das Knifflige ist, ihn dann ins Schloss zu bekommen. Ich hoffe, du folgst ihm. Wenn du einen Schrank öffnest, wüsste ich gerne, was drin ist. Falls was drin ist. Muss man ein Quiz beantworten oder was? Du konntest nicht so antworten, dass er mir das beigebracht hätte. Okay. Das klingt hier fast, als würde man einen Quiz beantworten müssen. Ja, nicht spoilern. Also ich würde erwarten, ich würde gerne schon alle Zauber lernen. Das wäre schon. Es gibt A, ein Achievement auf Steam und B gibt es dann. Und B würde ich gerne das einfach mal. Ich meine, es ist eh ein Cheat-Zauber und es ist so wirklich im Kampf einsetzen. Auch den Crucio-Fluch setze ich nicht wirklich ein. Impero-Fluch sehe ich aber als nützlich. Das könnte was werden. Ah, RIP, mein Achievement, lol. Ja, musste wohl noch mal, muss einen Endspielstand machen und nochmal alle Zauber lernen. Ein hübscher Hintern kann auch was zücken. Ach so, hier in seinem Dorf, wo seine Schwester ist. Okay, kein Zugriff mit Besen, da reitet hier. Machen wir den letzten Meter noch mal zu Fuß. Jetzt kommen wir doch mal für die Quest. Wie sieht das aus? Kann man nicht sehen. Oh je. Da bin ich mit schwarzen Anzug wieder. Hier haben wir Sachen. Mit dem Mantel geglitscht ist, ich schmeiß mich weg. Ja. Manche Glitches hier sind wirklich Gibt's einen unnötig. gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Das ist Hogsmeade. Ich dachte, wir gehen hier zu dem Dorf von, wo seine Familie ist. Das schwarze Hexen-Outfit finde ich hier ganz echt, finde ich ganz, ganz hübsch. Der schwarze Mann, das war schwarze Cape und die schwarze Klamotte. Wo führt uns die Quest denn hin? Ach du Schande. Schmeiß mich weg. Ich wollte hier schon zu Fuß loslaufen. Das mache ich. Ich fliege lieber mit Besen.
Ich hatte vorher, lange Zeit hatte ich ein rotes, so ein, in der Haarfarbe, von dem Charakter an. Das war auch nicht schlecht. Aber die schwarze Kombi mit dem schwarzen Hut und den Haaren sieht echt elegant aus. Das Cape gefällt mir auch. Das kann auch gar nicht mehr so weit sein. Hier steht doch nur noch 400 Schritte. Das kann man fast zu Fuß laufen eigentlich. Immer ein paar Flohfliegen sammeln. Revelio. Die sahen auch schon mal besser aus. Hier gibt's Ärger. Ich hab was gehört. Warte, ich kann mal Bombarde ausprobieren. So macht man es. Mit der Wilderei. Ich finde es an sich cool, dass man wenigstens auch das Aussehen anpassen kann und nicht mixen, Match, Chaos tragen muss. Ja, das muss man aber erstmal herausfinden. Dass man hier erstmal das anpassen kann. Also wenn ich das jetzt nicht angepasst hätte, würde ich jetzt hier einen blauen Schal mit einem gelben Umhang und eine gelbe Robe mit dem Zylinder und dem blauen Handschuh tragen. Das sehe ich schon ziemlich komisch aus. Das wäre schon ziemliches Chaos. Blau und gelb würde ich tragen. Das wäre schon etwas irritierend. Ansatzweise so stylisch wie das hier. Es hat zwar die höchsten Stats, aber Anne geht es immer schlechter. Wenn die Chance besteht, dass das Relikt aus Slytherins Zauberbuch ihr helfen kann, muss ich es finden. Dafür brauche ich deine Hilfe. Triff mich außerhalb von Feldcroft, in der Nähe der Katakombe. Sag mal, ich bin gerade unterwegs. Ich habe versprechende Neuigkeiten über den Verbleib unserer Hebridenfreundin und wohin wir ihr, du weißt schon, was bringen können. Triff mich am Dorf. Bin gerade unterwegs zu dir. Schatten der Mine, Schatten der Zeit, das ist ein Ei. Gibt's Imperio. Das will ich nicht verpassen. Ich war fast da. Triffst du Sebastian beim Aus... Dann... Okay, dann machen wir Kehrtwende. Ist dann... Das Spiel will mich echt verarschen. Ich war fast da und jetzt muss ich einmal... Sag mal... Bin von hier von Hogwarts aus nach Norden gereist und jetzt muss ich von. Jetzt ist er am Arsch der Welt. Ach, sag mal. Dass ich hier nicht zu spät komme. Auch nach Feldkurft. Jetzt mache ich eine Schnellreise. Das ist jetzt. Das ist, die Hauptquest kann warten. Ich brauche Imperium. Wer hier wohl wohnt? Das weißt du längst. Schrödinger Sebastian, ja. Er ist zugleich am Aussichtspunkt und zugleich hier.
Jetzt schnell. What's the Sebastian's Quests nacheinander? Schön, dass nachts wird. Ist da jemand? Da ist jemand. Ich werde nicht ruhen. Hat euch alle in den Untergang geführt. Die Frau fliegen nehme ich mit. So, Katakomben ist Sebastian. Wenn ich jetzt Katakom und Sebastian, Aussichtsplattform Sebastian, der ist woanders. Sie können sich ja gar nicht. Das ist praktisch. Sicher ist, da reinzugehen? Du bist hier. Absolut unsicher. Aber wir machen es trotzdem. Sebastian, das Relikt, von dem du sprachst. Ich denke, einer von Slytherins Schülern fand das Relikt bei der Aufgabe, Sarkophage in dieser Katakombe zu untersuchen. Aus einem Bericht des Schülers geht hervor, dass er oder sie es nicht mitnehmen konnte. Darum vermute ich, dass es noch da ist. Wie schon erwähnt, verleiht dieses Relikt dem Träger die Macht, schwarze Magie wieder aufzuheben. Wenn es in dieser Katakombe ist, muss ich es finden. Für Anne. Ich muss sie sehen. Mich würde interessieren, was der Schüler noch so entdeckt hat. Sie selbst. Leider steht kein Name drauf. Aber ich denke, wenn es wichtig genug für Slytherin war, um ihn in seinem Zauberbuch zu verstecken, dann sollten wir ihn uns genauer ansehen. Erkunden wir die Katakombe. Vielleicht können wir danach einen besuchen. Perfekt. Übrigens hat sich Ominous nach dir erkundigt. Du hast ihm nicht gesagt, was wir machen, oder? Nein, ich schwöre. Gut. Ominous wäre wütend, wenn er wüsste, was wir vorhaben. Im Schatten der Zeit. Schülerbericht. Die Arbeit in der Katakomben hat mehr als erwartet zutage gefördert. Mehr über unsere Vorfahren zu erfahren war sehr erhellend. Aber ich bin auf etwas anderes gestoßen, das ich nicht ignorieren konnte. Im Bereich hinter dem verfallenen großen Saal, inmitten der umgestürzten Sarkophage, habe ich ein seltsam gefundenes Relikt entdeckt. Ich habe sofort seine enorme Macht gespürt. Es wäre mir eine Freude, dieses Relikt eingehender zu untersuchen, wenn es nur erlaubt wäre, Gegenstände mitzunehmen. Ich möchte diese Katakombe gerne mit dem vergleichen, was ich über sie gelesen habe. Rein dort. Omnis. Ja, das ist der blinde Freund von ihm. Haben wir schon mehrfach getroffen. Der hat ein bisschen was gegen schwarze Magie. Ich bin mir sicher, der üble Gestank ist der Duft des Erfolgs. Bleiben wir erstmal ganz ruhig. Na, aber deine Lieblinge verstehe ich nicht. Also Omnis ist, als wir den das erstmal gesehen haben. Oh nö, Spinnen. Das erste Mal getroffen haben, war Omnis. So ziemlich Malfoy. Welcome Malfoy. Ich sag das meinem Papi. Zumindest wissen wir, dass wir nicht allein sind. Vielleicht war's das. Und der Rest der Gruft ist frei von Insekten. Spinnen, das glaubst du ja selbst nicht. Schon gut. Hier müssen wir mal. Die alle zu öffnen ist verlockend. Oh nö. Ich spinne. Ah, das ist kein Spinner. Flora, Fedora.
diese Wortwitz sind echt. Es geht zu weit. Wollen wir da noch was zu öffnen? Auf die Kiste, um da hochzukommen. Sollen wir da hoch? Eine Truhe an einem total unverdächtigen Ort. Katzenteller. Ach, schönes Easter Egg. Na? Wer war bekannt für seine Katzenteller? Welcher noch nicht existierende Charakter, der in Harry Potter vorkommt? Ich bin fies. Die Welt hat eine Spinne verloren und ich werde ruhiger schlafen. Ja. Bei den Spinnen können wir auch gerne mal wieder das hier anwenden. Bei den Spinnen mache ich das mal. Bei anderen Lebewesen. Nee. Wow. Ich schätze, wir müssen mal da lang. Pass auf, ich wäre fast ausgerutscht. Ach nö. Spinnen. Warum hast du Leviose auf eine Vase eingesetzt? Giftig auch noch, sind sie. Ach nö. Danke, Sebastian. All das Gras wirkt gar nicht mehr wie eine Gruft. War so offensichtlich gemeint. Ich habe von Kasakonten gelesen, die erweitert werden sollten. Aber es gab Probleme. Schwebt immer noch. Und dann wurden sie aufgegeben? Genau. Oh, das macht ja nichts. Oh, schade. Wir können die Vase nicht foltern. Hier geht's, glaube ich, zurück. Oder nicht? Die Vase. Okay. Okay, hier lang vielleicht. In so einem Saal wäre ich auch gerne beerdigt. Du magst es prunkvoll. Das kannst du laut sagen. Hier ist sogar ein Altar samt Knochenhaufen. Herrlich. Knochen außerhalb des Sarkophags? Irgendwie seltsam. Hier beim Altar ist etwas. Ich war so töricht, das Relikt in meinem Bericht zu erwähnen. Und man hat mir zu verstehen gegeben, dass ich es unter allen Umständen dort lassen soll, wo es ist. Und die Wissenschaft muss vor meiner Treue zu den Regeln stehen. Ich habe bei diesem Relikt etwas gespürt. Träger von Zauberstäben aus englischer Eiche sollen eine starke Intuition haben. Ich glaube daran. Deshalb habe ich gehandelt, als niemand hingesehen hat. Ich habe zwei magische Barrieren beschworen, das Relikt zu isolieren. Die Ahnen mögen mir vergeben, aber ich verwende ihre Gebeine als Schlüssel. Ich plane, zum Relikt zurückzukehren, aber erst muss ich mich auf meine nächste Aufgabe vorbereiten, den Imperius-Fluch erlernen. Dieser Fluch soll effektiv gegen Feinde sein. Was ist es? Thank you.
Reparo. Den Fluch brauchen wir so selten. Okay, hier ist auch mal tatsächlich unnütze. Okay, reden wir mal mit ihm. Sieht aus wie ein Teil eines Schülertagebuchs. Hier steht etwas über das Relikt und die Beschwörung von Barrikaden mit Hilfe von Knochen. Natürlich. Der Bericht des Schülers verwies auf einen Raum hinter der großen Halle. Es kann keine Sackgasse sein. Teilen wir uns auf. Du widmest dich der Sache mit den Knochenbarrikaden und ich gucke, ob wir was übersehen haben. Behalte den Tagebucheintrag. Vielleicht hilft er uns noch. Hier steht noch etwas. Anscheinend war die nächste Herausforderung, den Imperiusfluch zu lernen. Wirklich? Interessant. Konzentrieren wir uns darauf, erstmal hier rauszukommen. Aber lass mich kurz nachdenken. Glaubst du, die Seiten wurden absichtlich hier gelassen? Slytherin erwähnt einen Schüler mit einer Tasche voller Notizen und einem Händchen für Zauberkunst. Vielleicht wurden die Seiten absichtlich zurückgelassen oder der Schüler hat sie fallen lassen. Natürlich. Ich suche nach den Barrikaden. Perfekt. Da ist mehr dran, als selbst ich gedacht habe. Die Knochen da zu beiden Seiten des Torbogens sehen seltsam aus. Wir sollten jeden Stein umdrehen. Oder besser, jeden Knochen. Ab hier! Spinne. Schlafen. Jo. Was können wir mit den Knochen hier machen? Incendio. Bombarda. Es ist ein Grab. Gruselige Geräusche sind wohl unvermeidlich. Ich habe gerade eine Wand zerbombt. Ja, ich habe das gehört. Noch ein Knochenhaufen. Aha. Nehmen wir die Knochen mit. Vielleicht kann man die gebrauchen. Offensichtlich nicht. Geht's offensichtlich weiter. Wir sind weit gekommen, doch es gibt noch mehr zu tun. Aha. Na toll. Was machen wir nun? Ich muss doch irgendwie den Weg geben, darüber zu kommen. So nicht. Bye.
Hier, so geht die Tür auf, aber... Brauchen wir vielleicht einen Schädel. Vielleicht können wir einen Schädel von da drüben mitnehmen, um hier längs zu kommen. Ich glaube nicht, dass das so gewollt ist. Könnte blöd sein. Jetzt haben wir das vielleicht verloren. Dann haben wir jetzt die zweiten Knochen hier verloren und Chance verspielt hier durchzukommen. Hoffentlich nicht. Aha, hier sind noch mehr Knochen. Einen Tipp könnte ich mal gebrauchen. Vielleicht hier irgendwie auf die Stäbe drauf. Oh. Dass das passiert. Ich hoffe, ich habe es mir nicht verspielt, indem ich jetzt hier. Die Sachen mitgenommen habe. Okay. Ist was passiert, aber... Und loslassen zwischen Dingern geschafft, hä? Ich verstehe nicht ganz. Und gut, den dritten Knochenaufnahme verspielt und den vierten, zweiten können wir nicht anheben. Zu irgendeinem Grund. Das könnte ein Problem werden. Spiel ist zu verwachsen, dass die ja anheben könnte. Könntest, glaube ich, einen Knochenhaufen von der Brücke klauen. Welche Brücke? Ah, ich habe nicht mal einen gerade. Und da habe ich den einen, den ich hatte, zerstört und den anderen. Den anderen kann ich nicht aufheben und der andere liegt dort in dem. Was sagst du jetzt, Juno? Den einen habe ich quasi verspielt, den anderen habe ich. Der liegt hier. Den anderen kann ich anheben. Hier in dem Raum. Da bräuchte man eigentlich Knochen. Und dann, das war meine Idee, deswegen habe ich da. Wollte ich die Knochen mitnehmen.
Lichtzauber, okay. Teufelsschlingen, Lun muss ver... Ah, okay. Verstehe. Den Lumos habe ich lange nicht mehr gebraucht. Lumos. Ich hoffe, das wird hier noch was. Au. Okay, hier ist ein Knochenhaufen. Ach, die Feuerstellen anzünden. Manches sieht man halt nicht, obwohl man direkt davor steht. Sieht man als Zuschauer schon ein bisschen mehr. Und nun. Reparo. Bringt nix. Jetzt können wir auch ein paar dazwischen. Können wir die mitnehmen? Aha. Könnte es funktionieren. Eine Knochenbrücke. Wackelige Knochenbrücke steht. Nun. Nee, die kriegen wir aber hier nicht mit durch. Die Knochen. Hast du doch gesehen. Gute Staffel. Aha, ein Schal. Okay, dann sind wir hier zurück. Das ist halt wirklich scheiße, dass wir damit nichts machen können. Am Neuladen können wir nur den letzten Savepoint. Brauchen wir das wirklich, um hier weiterzukommen? Oder was? Was machen wir jetzt? Am besten Speicherstand neu laden. 2 Minuten 2 Sekunden seit dem letzten Speichern. Du, das wird nichts. Das ist schon länger kaputt. Verdammt.
haben es, glaube ich, komplett verkackt. Okay. Was hast du geschrieben? Höhle verlassen. Okay. Noch mal reinkommen. Das hoffe ich auch. Ich könnte noch was versuchen. Ich hätte jetzt sehr wenig Bock darauf, das nochmal neu zu machen. Jetzt hat es schon wieder gespeichert. Diese dämlichen Glitches hier. Okay, aber die Tür ist offen. Ah ne, ist er nicht. Sieht aus wie ein Teil eines Schülertagebuchs. Hier steht etwas über das Relikt und die Beschwörung von Barrikaden mit Hilfe von Knochen. Natürlich.